Dancing with Demons. Willkommen, liebe Freunde. Der frühe Mungo killt die Cobra, yeah. Hier bestätigt gerade der Weihnachtsmann die Existenz des Trump-Jahres. Sehr viele seiner Hanukkah-Elflein sehen dabei zu. Das war natürlich ein Witz. Was du hier siehst, sind die Weber der Wahrheit. Weber, Weberknecht, eine Art moderner Kyros, ein nützlicher Depp. Und er ist Namensgeber des Trump-Jahres, das 12 Tage kennt. Papa Trumpf gegen Azazel. Die Weber segnen ab. Immer wenn du jetzt die Weber siehst, segnen sie das Vorhergesagte ab. Das Trump-Jahr funktioniert folgendermaßen. Einen Tag dazu, einen Monat früher. Oder einen Tag früher und einen Monat später. Entweder oder, wie ich das meine, wirst du gleich sehen. Ein Tag im Trump-Jahr ist der 13.7. Doch starten wir im Winter. Der erste Tag im Trump-Jahr ist der 19.1. 19.1.2017, Donald Trump, Präsident der Banken, heißt es. 19.01.2024, Trump warnt Supreme Court vor Chaos und Tumulten. 19.01.2024, Gaza-Krieg, Netanyahu gegen Zwei-Staaten-Lösung. Trotz Netanyahus Nein, USA weiter für Zwei-Staaten-Lösung. 19.01.2024, Erdogan bezeichnet Netanyahu als Prophezeiungen, Weber? Tag 2 im Trump-Jahr, 18.02. Siehst du, wie es gemeint war, immer einen Tag weniger und dafür einen Monat mehr. 18.02.2024, Trump präsentiert den The Never Surrender High-Top-Sneaker-Schuh für $399. 18.02.2019, Komplott gegen Trump, Putschversuch gegen Trump durch Rod Rosenstein. Klar. 18.02.2021, neues Klima zwischen Amerika und Israel unter Biden. Tag 3, 17.03.2024, Demokraten sehen Gewaltaufruf, Trump löst mit Blutbad-Äußerung Empörung aus. 2024, Olaf Scholz in Israel am 17.03. 2024, Israel plant Gedenktag zum 7. Oktober. 2024, Netanyahu und Scholz, die Hamas muss eliminiert werden. Das stand tatsächlich so in der jüdischen Allgemeinen. 16.04.2003, WHO gibt bekannt, dass das Coronavirus der Auslöser für die Infektionskrankheit SARS ist. 2015, Netanyahu vergleicht Iran mit Regime. Selbsterfüllende. Tag 5, 15.05.2024, Cohen belastet Papa Trumpf schwer. 1948, einen Tag nach der Ausrufung des Staates Israels, wird Israel angegriffen. 1948, Israel wird von den USA, der Sowjetunion und den Vereinten Nationen anerkannt. 2024, Netanyahu lehnt Resolution der UN-Vollversammlung zu Palästina ab. 14.06. Geburtstag Donald Trump, Olaf Scholz. 2020, Israel. Regierung beschließt Bau der Trump-Siedlung auf Golanhöhen. 13.07.2024, Attentat auf Donald Trump, dass er wie durch ein Wunder überlebt.
2024. Israel bestätigt Angriff auf Hamas-Militärchef Mohammed Deif, den dieser nach israelischen Angaben nicht überlebt. Er stirbt also an dem Tag, an dem Trump überlebte. Liebe Zeitlinienweber, ich sage euch eins, solange mir kein Vertrag vorliegt, unterschreibe ich überhaupt nichts. 12.08.2020. Kamala Harris wird Bidens Kandidatin für das Vizepräsidium. 2022. Artikel über die Razzia in Mar-a-Lago. Meer am See. 2012. Netanyahu und Barack planen angeblich Militärschlag gegen den Iran. Elfter Neunter. Zehnter Zehnter. 2016. Clinton. Trump not fit to be president. 2020. TV-Duell zwischen Trump und Biden wird abgesagt, da Trump positiv auf getestet wurde. 2023. Israel. Netanyahu fordert Regierung der nationalen Einheit. 9.11. 2016. Der nächste Präsident der USA heißt Donald Trump. 2022. Midterms USA. Donald Trump ist der Verlierer dieser Wahl. 2016. Netanyahu. Trump ist ein wahrer Freund des Staates Israel. 2023. Netanyahu. Waren Pressefotografen mit Hamas-Terroristen unterwegs. 8.12. Der letzte Tag im Papa-Trumpf-Jahr. 2017. Trump erkennt Jerusalem als Hauptstadt Israels an. Netanyahu fordert Stichwahl gegen Gantz.